So, und jetzt schauen wir nochmal da rein zur Bergrettungsdiensthütte. Wer jetzt da alle da ist und wie es da ausschaut. So, da geht sich einer. Und da kommt man jetzt in die warme Stube und falls was passiert ist, könnt ihr euch da herkommen für eine Meldung. Hallo! Ja, grüß Gott, grüß euch. Darf ich euch da eigentlich besuchen kommen? Sehr gerne, immer gerne. Super. Du, ich bin jetzt da in der Bergrettungshütte herinnen, von der Aflenzer Dienststelle. Ja. Glaube ich, stimmt das, gell? Ortsstelle. Von der Ortsstelle. Und ihr seid da, habt ihr jetzt das ganze Woche in Dienst gehabt da oben? Genau. Wahnsinn. Wir machen immer zu Drittdienst, ja. Aha, da ist der Burz noch größte, Servus Burz. Ja, genau. Und das ist quasi ein Bereitschaftsdienst, der so lange die Lift, der Lift fährt, ja, haben wir Bereitschaftsdienst. Das heißt, wir fahren normalerweise oben, wenn der Lift ansteht. Okay. Und an Wochenenden ist es aber schon so, dass immer wieder mal, nicht jedes Mal, aber immer wieder mal die Dienstpartie auf der Hütte herum schläft, von Samstag auf Sonntag. Okay. Weil es ja durchaus auch auf die Hütten zu Unfällen und Verletzungen schon kommen ist, braucht sie nur wer blöd mit dem Messer schneiden. Oder wir haben schon Kinder mit 40 Grad Fieber gehabt. Oder irgendwer ausrutschen und sie überknöcheln oder hinfliegen. Und wenn draußen das Hauflicht bei uns brennt, dann ist die Hütte besetzt über die Nacht. Ja, super, das ist ja toll zu wissen. Wenn es draußen leicht, dann ist da wer herinnen. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ja, super. Und wenn ihr jetzt dann nochmal zu euch zwei kommen dürft, wie kommt ihr eigentlich da dazu, da zur Bergrettung dazugehen? Das ist ja eigentlich eine tolle Sache und auch eine verantwortliche Sache, ne? Du, ja, es ist jetzt gar nicht so ohne, weil man braucht ja ziemlich Ausbildung. Also man muss schon ein bisschen was wissen. Es ist jetzt nicht einfach so, dass man da warum jetzt Dienst macht und da jetzt nicht wirklich Ahnung hat. Aber wir haben jetzt, glaube ich, wir sind alle gerne in die Berg und mit den Leuten zusammen. Und ich denke, wenn man da ein bisschen helfen kann, ist das ja mal ganz eine gute Sache. Und von der Gemeinschaft her passt es auch von uns voll gut. Und das ist natürlich auch was, was uns jetzt zusammenhält und das ganz gut läuft. Genau. Super, herzlichen Dank. Das hört sich ganz toll an. Und wie bist du da dazu gekommen, wenn ich fragen darf? Ja, ich bin selber auch voll gerne auf die Berg und mit meinen Schwestern oft unterwegs. Und wenn ich da selber einfach mich auskennen und besser auskennen, was zum da ist, das ist für mich ein Vorteil und für die anderen Leute auch ein Vorteil und ich bin einfach gern herum. Aber jetzt setz dich her, trinken wir einen Tee. Ja, super, herzlichen Dank für diese Einladung, Moment, und ich werde es jetzt da wirklich wahrnehmen und da noch genüsslich einen Tee vielleicht trinken. Okay, liebe Grüße von der Aflenzer Bergalm von der Bergrettungshütte. Pfiat euch, tschüss.